Guten Abend. So, ich gebe jetzt auf. Ich habe die Schnauze voll. Ich gebe jetzt auf hier auf YouTube mit solchen Spezialvideos und so weiter und so fort. Und ich gebe insofern auf, dass ich die auf meinem Lehrer-Mafü-Kanal letzten Endes veröffentliche, sondern ich habe einen Extra-Kanal eröffnet, problematische Videos von Lehrer-Mafü. Und dort werde ich, im Moment ist noch nichts drauf, aber dort werde ich alles, was mir noch in den Kopf kommt, neu veröffentlichen. Ich werde auch hier runter den Link angeben unter diesem Video. Aber wie kam es dazu? Letzten Endes Netzwerkdurchsetzungsgesetz und so weiter. Wir wissen ja alle, was alles im Argen liegt in dem Fall. Aber was ist passiert? Mir schrieb jemand, das war Ronny Walz. Vielen Dank, Herr Köhler, für den Link zu diesem Verein. Und zwar geht es um dieses Video hier. Und zwar Link zum, und das darf ich nicht mal mehr sagen, hier zu dem. Der Kanal wurde ja gelöscht. So. Und ja, habe ich mich gefreut. Ja, immerhin. Ne? Also man konnte ja auf dieser Seite dann auch einiges entdecken. Aber es kommt schlimmer. Bleiben Sie dran, wie man so schön sagt. Und jetzt schrieb doch tatsächlich jemand letztens vor 2 Wochen, danke für die Info, aber der Link fehlt. Habe ich geschrieben, gern geschehen, aber der Link ist vorhanden. So ungefähr wie, Mensch, ich weiß doch, was ich gemacht habe. Ne? Nee, schon wieder, der Link fehlt. Ja, da habe ich auch noch geschrieben, wissen Sie, wie man in die Beschreibung kommt? Wenn ja, dann scrollen Sie etwas. Es steht ja auch ein bisschen weiter unten. Okay, antwortete diese Frau. Ja, ich hatte dann mit dem neuen Kanal schon geantwortet, aber selbst diese Antwort ist nicht mal mehr drin. Hier, in diesem Video. Hier, in diesem Video. Ich habe nochmal nachgeguckt. Natürlich, Link zum MEG e.V. Da steht da. Das darf ich ja jetzt nicht mal mehr zeigen. Ich zeige gleich warum. Gucke dann heute sicherheitshalber und ich spiele meine eigenen Videos nicht nochmal ab. Oder nur selten. Und gucke, ja, noch ist er drin. Achtung, aber ist er nicht. Er ist ausgegraut. Nanu, das war für mich neu. Und da steht Link ausgeblendet in Rot und weitere Informationen. Und wenn man da draufklickt, kommt das hier. Richtlinien zu externen Links. Und zwar Änderungen bei YouTube-Verknüpfungen. Ab 31. August 2023 können Links in YouTube-Shorts-Kommentaren und so weiter und so fort, könnt ihr euch jetzt selber durchlesen. Da wird, weil ja viel Spam und Betrugsversuche reduziert werden müssen, wird das alles eingeschränkt. Ab 10. August bereits stellen wir außerdem die Banner-Links ein und bieten dann und so weiter. Und die Sicherheit unserer Creator, Zuschauer und Partner hat für uns höchste Priorität. Ja, wirklich. Also es ist nicht mehr zu überbieten an Widerlichkeit. Und jetzt kommt es noch schärfer. Links über die Nutzer zu Inhalten gelangen, die gegen unsere Community-Richtlinien verstoßen, sind auf YouTube nicht erlaubt. Wenn du nicht richtlinienkonforme Links entdeckst, melde sie uns bitte. Also Petzen, Petzen. Hinweis, bestimmte Links können möglicherweise nicht angeklickt werden. Weitere Informationen. Und wenn ich nochmal hier drauf gucke, dann sehe ich das, weil ich mit meinem eigenen Konto drauf gucke, schon. Wenn auch ausgegraut und mit diesem Hinweis. Aber als Neuer, und deswegen muss ich mich nochmals entschuldigen, sieht man es nicht mehr. So, das ist der Hammer an der ganzen Sache. Es kommt aber noch schärfer. Und jetzt Links zu pornografischen Inhalten, das will ich ja noch verstehen. Und es steht aber gleich oben. Und Malware. Ja, natürlich. Ja. Aber es kommt noch schärfer. Und letzten Endes. Selbst wenn man hier Fehlinformationen zu Covid-19, ne, und der große Verein mit Sucharit-Pakt, die heißt der, der ist natürlich auch Hassrede und sonst was und Belästigung und demokratische Prozesse verhindern könnten die und. Aber wo habe ich es denn? Ach ja, nicht mal mehr verschleierte URLs, also .de statt echtes .de oder. Und. Ach. Na, selbst wenn man's sagt im Video und sagt und so weiter und so fort, dann ist das alles schon verboten. Also die müssen eine wahnsinnige Angst haben vor uns und schränken uns deshalb ein. Uns, die wir ja verpflichtet uns fühlen, die Wahrheit zu berichten. So sieht dann der neue Kanal aus. Problematische Videos von Lehrer Mafü. Ich habe das natürlich ein bisschen angelehnt. Steht also mein typisches Lehrer-Mafia-Symbol und das Wort Problem drin. Daran kann man mich noch erkennen, beziehungsweise auch. Aber hier ist noch nichts drin. Und jetzt, ja, wer möchte, meldet sich hier an schon mal und wird dann nichts verpassen. Denn eins werde ich machen, weil das ziemlich viel Handarbeit ist. Ich werde die Videos ganz langsam hochladen. Also von meinem echten Kanal
auf diesen Ausweichkanal. Und das Ganze, deswegen sage ich ja, ich gebe auf. Es wäre zu schade, 1300 Mathe- und Physikvideos, die ja nun wirklich, als es alles noch ruhig war, die zwar in den Augen meiner Kollegen sehr furchtbar waren, wie konnte ich es nur wagen, meinen eigenen Unterricht zu veröffentlichen. Und deswegen hatte ich auch viel Ärger, aber die eigentlich dann letzten Endes immer wieder hochgelobt wurden. Ein paar hunderttausend Zugriffe und so weiter und die jetzt natürlich dann alle verloren gingen. Klar, vielleicht ist das Wissen gar nicht mehr gewollt, aber ich merke es ja doch. Immer wieder gucken noch Studenten drauf und sagen, ja, hatten wir nicht in der Schule, bloß gut, dass es noch da ist. Beziehungsweise teilweise Schüler von hohen Klassen gucken auf Anfängervideos, Mathe- und Physikanfänger, na und so weiter. Es wäre wirklich schade und deswegen mache ich das. Deswegen werden die alle umziehen. So sieht das Kanalsymbol aus. Das wird der Kanal sein. Unten in der Videobeschreibung steht dann der Link. Ich werde auch auf diesen Kanal schon mal verweisen, obwohl jetzt im Moment noch nichts drin ist. Und so langsam, Schritt für Schritt, und zwar zeitlich geordnet, alle problematischen, in Anführungsstrichen, Videos hierauf hochladen. Dann sind natürlich die Zugriffszahlen. Aber das ist ja egal, es guckt ja sowieso kaum noch jemand hin. Und die Leute denken, es muss was Neues zu finden sein auf diesem Kanal. Aber ist ja Quatsch. So, und ich hoffe dann, dass wir dann hier mal ein bisschen Ruhe reinkriegen. Und wenn sie dann das hier löschen, tja, weil sowieso keiner mehr hinguckt, weil es die Leute auch satt haben. Und eigentlich ist es auch Quatsch. Für wen mache ich es denn? Für die, die nur meckern, die habe ich schon zum großen Teil verbannt. Und die, die irgendwas Neues erfahren wollen, ja, wenn es nichts Neues gibt, naja, was soll's. Also das ist unwichtig geworden. Ich wünsche Ihnen, meine Zuseher, alles Gute und hoffe, dass Sie dann mal hier raufgehen. Und wenn ich was Neues habe, dann werde ich die natürlich hier problematisch veröffentlichen. Das ist klar. Aber das kann jetzt erstmal eine Weile dauern, weil ich sehr viel mit diesem und jenem zu tun habe. Na dann. Vorläufig sind alle Videos noch da, aber langsam werden sie umziehen und hierher kommen. Ich wünsche nochmals alles Gute, bis zum nächsten Video und sage tschüss, tschüss, ein schönes Wochenende. Bis dann.